In questa video lezione ci occuperemo dell'ascolto passivo utilizzato per imparare una nuova lingua, in questo caso il tedesco. Che cos'è l'ascolto passivo? L'ascolto passivo consiste nell'ascoltare qualcosa senza fare molta attenzione. Ascoltare ad esempio nel tempo libero un lungo racconto, in tedesco ovviamente, senza avere né la traduzione né i sottotitoli. È un modo per abituarsi al suono delle parole pronunciate in tedesco, in modo da avere in breve tempo familiarità con una lingua che non è nostra. Avere familiarità con una lingua che non è nostra vuol dire sviluppare la capacità di memorizzare nuove frasi in brevissimo tempo. Se conosci mille parole, non è detto che le riesci a riconoscere nel parlato. Quindi, ad esempio, se hai imparato 100 verbi, 100 nomi astratti, 100 aggettivi qualificativi, 100 altri tipi di sostantivi, non è detto che poi, nel sentire parlare una persona in tedesco, riuscirai a capire il significato delle frasi che hai ascoltato. Quindi, per concludere, è importante imparare le regole grammaticali, è importante imparare un insieme di parole, ad esempio i sostantivi, ad esempio gli aggettivi qualificativi, Eccetera. È importante leggere le frasi in tedesco per poi ripeterle svariate volte, ma è altrettanto importante dare spazio anche all'ascolto. Questo perché è più difficile capire il parlato rispetto allo scritto. Oltre al fatto che ho già detto prima, e cioè ascoltare un racconto svariate volte, anche se non si conosce la traduzione, il significato, aiuta il nostro cervello a memorizzare più in fretta le parole. Quindi, armiamoci di tantissima pazienza e ascoltiamo insieme questo racconto. Capitolo 1. Der Mann mit dem Ascolterete ora la prima parte del primo capitolo del racconto intitolato Der mit dem Briefumschlag. Questo racconto parla di Max e Lotte. Max e Lotte hanno 15 anni e vivono a Monaco di Baviera. Sono amici e condividono tutto. Un giorno, Max, durante una passeggiata nel giardino inglese della città, viene avvicinato da uno sconosciuto che gli consegna una lettera misteriosa. Meglio gettarla via? «Assolutamente no. Max und e Lotte si trasformano in Detective e non sanno che avventura li attende. Der Mann mit dem Briefumschlag. Schon viertel nach zwei. Lotte hat Verspätung. Max wird ungeduldig. Wo ist sie denn? Hat sie unser Treffen vergessen? Um zwei hatte er ihr ja gestern in der Schule gesagt. Aber Max hat nicht gesagt, wo. War auch nicht nötig. Die beiden treffen sich immer im englischen Garten. Auf einer Bank am chinesischen Turm. Max und Lotte kennen den Park wie ihre Westentasche. Kein Wunder. Sie wohnen ja seit ihrer Geburt ganz in der Nähe im Stadtviertel Schwabing. Heute sind beide 15 Jahre alt. Und die besten Freunde. Sie gehen durch dick und dünn. Oft verabreden sich Max und Lotte im englischen Garten und entscheiden dann, was sie machen wollen. Heute steht Kino auf dem Programm. Munich, ein Film von Steven Spielberg. Wo bleibt sie bloß? fragt sich Max. Er nimmt sein Handy und gibt Lottes Nummer ein. Der AB antwortet. Hallo, hier ist Lotte bin leider nicht da. Liebe Message, und ich rufe euch zurück. Tschüss. Max ist genervt. Mann, Lotte, ich warte schon über eine Viertelstunde auf dich. Wir verpassen die Vorstellung. Wo steckst du denn? Max seufzt. Oh, und diese Frauen. Er steht auf, geht einige Schritte, setzt sich wieder. Die Vorstellung beginnt in fünfundzwanzig Minuten. Wenn Lotte wenigstens anrufen würde, dann könnten sie sich direkt am Cinemax treffen. Da hört er Schritte. Schade, es ist nicht Lotte, aber ein Mann. Der ist aber komisch angezogen, denkt Max. Es ist Juni und schon ganz schön warm. Aber der Mann trägt einen weiten Regenmantel und einen Hut. Na, die drehen wohl mal wieder einen Film im englischen Garten. Max schaut sich um. Komisch, nichts zu sehen. Weit und breit keine Kamera. Der Mann kommt auf Max zu. Max ist irritiert. Was will der von mir? Denkt er gerade noch. Und schon nimmt der Mann Max am Kragen. Max will sich losreißen, aber der Mann ist stärker. Der Mann keucht. Der Mann mit dem Briefumschlag. Schon Viertel nach zwei. Lotte hat Verspätung. Max wird ungeduldig. Wo ist sie denn? Hat sie unser Treffen vergessen? Um zwei, hatte er ihr ja gestern in der Schule gesagt. Aber Max hat nicht gesagt, wo. War auch nicht nötig. Die beiden treffen sich immer im englischen Garten. Auf einer Bank am chinesischen Turm. Max und Lotte kennen den Park wie ihre Westentasche. Kein Wunder. Sie wohnen ja seit ihrer Geburt ganz in der Nähe im Stadtviertel Schwabing. Heute sind beide 15 Jahre alt und die besten Freunde. Sie gehen durch dick und dünn. Oft verabreden sich Max und Lotte im englischen Garten und entscheiden dann, was sie machen wollen. Heute steht Kino auf dem Programm. Munich, ein Film von Steven Spielberg. Wo bleibt sie bloß? fragt sich Max. Er nimmt sein Handy und gibt Lottes Nummer ein. Der AB antwortet. Hallo, hier ist Lotte. Bin leider nicht da. Liebe Message und ich rufe euch zurück. Tschüss. Max ist genervt. Mann, Lotte, ich warte schon über eine Viertelstunde auf dich. Wir verpassen die Vorstellung. Wo steckst du denn? Max seufzt. Oh, und diese Frauen. Er steht auf, geht einige Schritte, setzt sich wieder. Die Vorstellung beginnt in 25 Minuten. Wenn Lotte wenigstens anrufen würde, dann könnten sie sich direkt am Cinemax treffen. Da hört er Schritte. Schade, es ist nicht Lotte, aber ein Mann. Der ist aber komisch angezogen, denkt Max. Es ist Juni und schon ganz schön warm. Aber der Mann trägt einen weiten Regenmantel und einen Hut. Na, die drehen wohl mal wieder einen Film im englischen Garten. Max schaut sich um. Komisch, nichts zu sehen. Weit und breit keine Kamera. Der Mann kommt auf Max zu. Max ist irritiert. Was will der von mir? Denkt er gerade noch? Und schon nimmt der Mann Max am Kragen. Max will sich losreißen, aber der Mann ist stärker. Der Mann keucht. Der Mann mit dem Briefumschlag. Schon Viertel nach zwei. Lotte hat Verspätung. Max wird ungeduldig. Wo ist sie denn? Hat sie unser Treffen vergessen? Um zwei, hatte er ihr gestern in der Schule gesagt. Aber Max hat nicht gesagt wo. War auch nicht nötig. Die beiden treffen sich immer im englischen Garten. Auf einer Bank am chinesischen Turm. Max und Lotte kennen den Park wie ihre Westentasche. Kein Wunder. Sie wohnen ja seit ihrer Geburt ganz in der Nähe im Stadtviertel Schwabing. Heute sind beide 15 Jahre alt und die besten Freunde. Sie gehen durch dick und dünn. Oft verabreden sich Max und Lotte im englischen Garten und entscheiden dann, was sie machen wollen. Heute steht Kino auf dem Programm. Munich. Ein Film von Steven Spielberg. Wo bleibt sie bloß? fragt sich Max. Er nimmt sein Handy und gibt Lottes Nummer ein. Der AB antwortet. Hallo, hier ist Lotte. Bin leider nicht da. Liebe Message und ich rufe euch zurück. Tschüss. Max ist genervt. Mann, Lotte, ich warte schon über eine Viertelstunde auf dich. Wir verpassen die Vorstellung. Wo steckst du denn? Max seufzt. Oh, und diese Frauen. Er steht auf, geht einige Schritte, setzt sich wieder. Die Vorstellung beginnt in 25 Minuten. Wenn Lotte wenigstens anrufen würde, dann könnten sie sich direkt am Cinemax treffen. Da hört er Schritte. Schade, es ist nicht Lotte, aber ein Mann. Der ist aber komisch angezogen, denkt Max. Es ist Juni und schon ganz schön warm. Aber der Mann trägt einen weiten Regenmantel und einen Hut. Na, die drehen wohl mal wieder einen Film im englischen Garten. Max schaut sich um. Komisch, nichts zu sehen. Weit und breit keine Kamera. Der Mann kommt auf Max zu. Max ist irritiert. Was will der von mir? Denkt er gerade noch. Und schon nimmt der Mann Max am Kragen. Max will sich losreißen, aber der Mann ist stärker. Der Mann keucht.